Hey Leute, am Wochenende war ja die große Star Wars Celebration in London, die große Star Wars Messe, wo wir wirklich einiges sehr Interessantes und Spannendes erfahren haben und wo auch einiges sehr Interessantes gezeigt worden ist. Deswegen heute hier mal ein Video, wo ich die wichtigsten Sachen so davon zusammenfasse. Ich werde jetzt zu den einzelnen Sachen nur so stichpunktartig drauf eingehen, nicht wirklich viel sagen, denn zu den meisten Sachen habe ich schon eigene Videos gemacht. Wenn ihr da nähere Informationen zu wollt, findet ihr das Ganze in der Endcard verlinkt und könnt euch dann da in jedwede Richtung gerne weiter informieren bei meinen Videos. Aber gut, lasst uns nicht um den heißen Brei reden, lasst uns direkt anfangen und zwar mit den drei größten Sachen, denn es wurden uns ja drei neue Star Wars Filme vorgestellt. Das ist jetzt erstmal meiner Meinung nach mit Vorsicht zu genießen. In den letzten so 3 bis 4 Jahren wurden uns eine Menge Star Wars Filme vorgestellt, neu angekündigt, es wurden Schreiberlinge präsentiert, Regisseure, Pitches für gewisse Ideen, wie ein Film aussehen könnte, und im Prinzip bei allen davon ist es entweder so, es wird nicht mehr darüber gesprochen, das Ganze wird totgeschwiegen, oder es wird gesagt, aha, es gab kreative Differenzen, der Film findet nicht mehr statt, oder ach ja, das und das und das und das sorgt dafür, dass das Ganze noch verschoben werden muss, aber im Prinzip liegt es auf Eis. Das heißt, wir haben mindestens 10 verschiedene Filme vorgestellt bekommen, wenn nicht mehr, und kein einziger davon ist was geworden. Deswegen ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen. Allerdings gibt es hier ein paar positive Aspekte. Ich glaube, Lucasfilm hat daraus gelernt und einige Sachen sprechen dafür, dass diese Filme doch wahrscheinlicher sind. Denn was haben wir hier für Filme? Wir haben zum einen einen Film von James Mangold, Dawn of the Jedi. Der spielt 25.000 Jahre vor den Film über den Anfang der Jedi. Das ist zum einen natürlich interessant, weil es relativ weit weg ist von den Kanon-Sachen, die wir bisher haben. Das heißt, da dürfte der sehr freie Hand haben. Dann hat Mangold gerade Indiana Jones 5 für Lucasfilm fertig gemacht. Der hat also relativ gute Beziehungen mit Lucasfilm und es wird gemunkelt, dass Lucasfilm sehr, sehr zufrieden mit Indy 5 ist, was den Film natürlich wahrscheinlicher macht. Und James Mangold hat auch Wolverine 2013 und Logan 2017 gemacht. Beides Filme, vor allem Logan, der richtig, richtig gut angekommen ist. Deswegen sind das relativ gute Anzeichen für diesen Film, dass der vielleicht im Endeffekt auch ins Kino kommen könnte. Dann, der zweite Film, der angekündigt worden ist, ist ein Film von Dave Filoni. Der soll zur Zeit des Mandoverses spielen, also so ungefähr zur Zeit, wo The Mandalorian spielt und die Ahsoka-Serie und Skeleton Crew, und da soll es um den Kampf Neue Republik gegen imperiale Kriegsherren gehen. Das war ja im Kanon erstmal so ein bisschen verschrien, es sah so aus, als gäbe es keine Kriegsherren, aber die kommen jetzt im Mandoverse wieder zurück. Das ist meine Lieblingsära in Legends gewesen, wenn das vernünftig umgesetzt wird, wird das mein absoluter Lieblingsfilm, deswegen freue ich mich da sehr, sehr drauf. Auch wenn es von Dave Filoni stammt, was nicht unbedingt ein gutes Zeichen sein muss mit seiner Handhabung von The Clone Wars und den Einbindungen der Romane da, aber das ist eine andere Sache. Filoni arbeitet jetzt seit ungefähr 2007 für Lucasfilm, hat da die Animationsabteilung mit George Lucas zusammen aufgebaut, war für jedes Animationsprojekt bei Lucasfilm verantwortlich, hat mit Jon Favreau das Mandoverse aufgebaut, übernimmt jetzt da immer mehr und mehr Verantwortung. Der ist ein integraler Teil von Lucasfilm. Wenn der Film im Endeffekt nicht passiert, dann muss es irgendwie Eingreifen von Disney sein, dass die sagen, okay, wir machen gar keine Star Wars Filme mehr. Oder es muss irgendwas ganz Drastisches passieren, dass Dave Filoni bei Lucasfilm rausgeschmissen wird. Das heißt, dass der Film kommt, ist wirklich sehr, sehr wahrscheinlich. Und dann der dritte Film ist so mehr oder minder eine Wildcard, nämlich ein Film von Charmin Obaid-Chinoy. Der soll 15 Jahre nach Episode 9 spielen, wie Rey einen neuen Jedi-Orden aufbaut. Und der ist eine Wildcard wegen Obaid-Chinoy. Die ist eigentlich eine pakistanische Journalistin, die allerdings ihren Fokus in den letzten Jahrzehnten auf Dokumentationsfilme gelegt hat. Und für diese Dokumentationssachen hat sie insgesamt schon 2 Oscars erhalten und 7 Emmys. Die hat auch eine eigene Animationsfirma in Pakistan, womit sie schon 4 animierte Filme gemacht hat, wobei sie, glaube ich, auch Regie geführt hat und ein Drehbuch geschrieben hat. Und die hat an 2 Miss Marvel-Folgen bisher für Disney gearbeitet. Ich lag falsch, in meinem eigentlichen Video habe ich gesagt, sie hat an She-Hulk gearbeitet, das stimmt nicht, die war bei Miss Marvel dabei. Wobei Chinoy ist jetzt so eine Person, die einen ganz neuen Blick auf Star Wars werfen kann und das vermutlich ohne großartige Vorbehalte gegenüber verschiedenen Aspekten an Star Wars Werken. Wir hatten ja zum Beispiel J.J. Abrams, der in Episode 7 eigentlich nicht Hosnian Prime in die Luft jagen wollte, sondern Coruscant. So eine Message an die Fans schicken, ah hier, ihr hasst die Prequels, ich hasse die Prequels auch, was natürlich jetzt nicht so geil gewesen wäre für die Millionen an Prequel-Fans, die Coruscant auch ziemlich cool finden, weswegen da eine Riesenschlacht zwischen Lucasfilm und Abrams kam und sich hinterher dann auf Hosnian Prime geeinigt werden konnte.
Und man merkt aber natürlich in Episode 7, dass die Prequels so überhaupt gar keine Beachtung finden. Und ich glaube, sowas wird Obaichi 9 nicht mit an den Tisch bringen, sondern eher ganz andere Perspektiven, was glaube ich eine ziemlich gute Sache ist und das Ganze zu einem sehr interessanten Film führen könnte. Aber uns wurden ja nicht nur die drei Filme angekündigt, es gab so viel mehr auf der Celebration. Es wurden da insgesamt 4 Live-Action-Trailer gezeigt. 3 leider hinter verschlossenen Türen. Zum einen war es Andor Staffel 2, die sind natürlich alle geleakt, ich habe die alle gesehen, ich werde die aber nicht zeigen, weil es sonst extreme Copyright-Probleme geben könnte. Deswegen, Andor Staffel 2 war ein Trailer, der mich genauso gehypt hat wie der zu Andor Staffel 1. Es sieht halt einfach wie Andor aus, es sieht ziemlich, ziemlich krass aus, ein bisschen krasser. Die Produktionsqualität sieht ein bisschen besser aus, was krass ist, weil bei Andor Staffel 1 die Qualität schon perfekt war. Deswegen ziemlich cooler Trailer, von der Story gibt es aber nicht wirklich viel her. Dann hatten wir The Acolyte, das ist eine High Republic-Serie, die relativ zum Ende der High Republic spielt, wohl aber ein bisschen was aus den Romanen übernehmen will. Auch sehr hochwertige Produktionsqualität, wird auch in Großbritannien gedreht, ähnlich wie Andor. Ich habe so das Gefühl, da kommen so die richtig, richtig High-End-Produkte raus, die aussehen wie Filme. Und man merkt hier gerade in den Kampfszenen einen sehr asiatischen Einfluss, dass es sehr viel auf asiatische Kampfkunst gelegt ist. Und das Ganze wird von den Sith erzählt. Der Trailer dazu, was ich gesehen habe, sah auch ziemlich cool aus. Und dann Skeleton Crew, was ganz Neues, was ganz Wildes. Geht so in 80er Jahre Adventure-Horror in Star Wars. Wie gesagt, ein ganz neuer Stil. Sieht aber wirklich klasse aus. Wird jetzt nichts für Leute sein, die unbedingt Jedi gegen Sith und riesige Raumschlachten haben wollen. Aber für Leute, die sich auf neue Stories in Star Wars und neue Genres einlassen können, wird das, glaube ich, richtig, richtig geil. Und dann gab es natürlich den Trailer zur Ahsoka-Serie und dazu habe ich natürlich auch eine Trailer-Analyse gemacht, wie gesagt, in der Endcard verlinkt. Ich war bisher sehr, sehr skeptisch, was Ahsoka angeht. Da kann eine Menge mit kaputt gemacht werden, kann aber auch eine Menge Gutes mitgemacht werden. Und ich muss sagen, der Trailer hat mich absolut abgeholt. Vom Stil her von dem Trailer, aber auch was wir da drin sehen, was Neues kommen wird, was Altbekanntes kommen wird, sieht richtig, richtig geil aus. Jetzt muss die Story nur noch stimmen und dann wird das eine richtig, richtig gute Serie. Es gab aber auch ein extra Panel zu der Serie und da haben wir ein paar interessante Sachen zu bekommen aus diesem Panel. Zum einen haben wir erfahren, dass die Serie insgesamt 8 Folgen haben wird und wenn sie dann im August startet, Anfang August startet, geht sie bis so Mitte September, wenn sie Ende August startet, geht sie bis Mitte Oktober. Die beiden Bösewichte Baylon und Shin, die hier auch mit Lichtschwertern zu sehen sind, sollen für Morgan Elsbeth arbeiten. Vielleicht dann natürlich auch für irgendwen anderes, wenn Morgan für irgendwen anderes arbeitet, arbeiten die dann sicherlich quasi indirekt auch für den anderen. Und wir haben erfahren, dass die Farbe der Lichtschwerter und die Form und so der Lichtschwerter durchaus einen Grund haben soll, um anders auszusehen, um sie so ein bisschen von Sith abzugrenzen, weil sie nicht direkt Sith sind. Was genau wissen wir aber noch nicht, das wird uns sicherlich für die Serie gelassen. Und wir haben ja schon Thrawns Hinterkopf im Trailer gesehen, den wir alle bekommen haben. Da auf der Celebration wurde den Leuten hinter verschlossenen Türen nochmal ein anderer Trailer gezeigt, wo nicht viel Neues, aber ein bisschen was Neues drin war. Zum einen wurde Thrawn gezeigt von vorne. Da gab es einige Leaks zu, die ersten sahen richtig, richtig beschissen aus. Aber die neueren Leaks sind deutlich in besserer Qualität und Thrawn sieht gut aus. Und es wurde gesagt, dass Dave Filoni eng mit Timothy Zahn zusammenarbeitet, was die beste News überhaupt für mich von dieser Celebration ist. Timothy Zahn hat in den 90ern Thrawn für die Thrawn-Trilogie erschaffen und seitdem weiter ausgearbeitet, auch im Kanon mit 6 Romanen. Und ich hatte Angst, dass Thrawn und vor allem seine Vorgeschichte in Ahsoka komplett quasi verworfen wird, anders dargestellt wird. Wenn der aber vernünftig mit Timothy Zahn zusammenarbeitet, habe ich da nicht wirklich so meine Bedenken, um ehrlich zu sein. Deswegen, Ahsoka sieht wirklich, wirklich gut aus. Was sonst noch Serien angeht, gerade die Animationsabteilung, haben wir zum einen Bad Batch Staffel 3 angekündigt bekommen. Wird nächstes Jahr wohl schon kommen, allerdings auch die finale Staffel sein. Lucasfilm Animation wird danach sicherlich nicht geschlossen, das heißt, danach haben wir Chancen auf neue Sachen. Keine Ahnung, zur Zeit von Han, Luke und Leia, vielleicht eine neue Animationsserie, zur Zeit der Klonkriege, High Republic Sachen, keine Ahnung, aber danach wird, denke ich, irgendwas Neues kommen. Hinter verschlossenen Türen gab es aber auch einen ersten Trailer zu Staffel 3, da war wohl eine etwas ältere Omega drin, Palpatine war drin, viel mehr wissen wir dazu aber bisher auch noch nicht. Und dann haben wir natürlich erfahren, dass Tales of the Jedi Staffel 2 zurückkehren wird. Da hatten wir ja letztes Jahr Staffel 1 von 3 kleine Kurzgeschichten über Dooku und 3 kleine Kurzgeschichten über Ahsoka. Es wurde ja auch gesagt, dass Dave Filoni bereit ist, das Ganze für neue Drehbuchautoren zu öffnen. Das heißt, andere dürfen da auch ihre Visionen zu anderen Jedi zeigen. Da bin ich sehr gespannt, was da wirklich kommen wird.
Dann haben wir einen Jedi Survivor Trailer bekommen zum Videospiel Jedi Survivor, was ja am 28. April kommt. Etwas mehr als 2 Wochen noch, dann wird das Ganze da sein. Da freue ich mich wirklich mega drauf. Der Trailer sieht wirklich, wirklich gut aus. Und natürlich auch dazu findet ihr am Ende in der Endcard eine Trailer-Analyse verlinkt. Dann haben wir noch die Trailer gestern zu Visions Staffel 2 und Young Jedi Adventures bekommen. Beides kommt am 4. Mai raus, also nicht mehr so lange hin. Und Young Jedi Adventures ist eher sowas für Kindergartenkinder, wird eine wirkliche Kinderserie sein. Und damit ist es halt wirklich nur was für so Hardcore-Star Wars-Fans, die sich das reinziehen wollen. Und halt was für Kinder und Eltern, die das vielleicht zusammen gucken wollen. Für die meisten von euch wird das also wahrscheinlich eher so nicht wirklich was sein. Dann Visions. Staffel 1 mochte ich überhaupt nicht. Diesen Anime-Stil ist einfach nicht wirklich meins. Und die Storys daraus waren jetzt auch nicht so meins. Staffel 2, der Trailer sieht aber mega aus. Da haben wir jetzt weg den Fokus so von Anime und Animationsstudios überall aus der Welt, aus Afrika, aus Amerika und Südamerika und aus Europa machen jetzt hier die Shorts. Es sieht so, so krass aus. Da habe ich heute Mittag schon eine Trailer-Reaction gemacht. Auch die natürlich in der Endcard. Ansonsten gab es einige Ankündigungen für neue Bücher und Comics. Interessantesten für mich waren hier die folgenden. Zum einen Art of Jedi Survivor, wieder so ein Concept-Art-Buch zu Jedi Survivor, hatten wir ja schon zu Fallen Order. Jetzt für Survivor wird sicherlich geil. Dann eine Charakterenzyklopädie der High Republic-Charaktere. Solche Begleitbücher hatten wir in Legends einige. Und im Kanon gibt es da wirklich wenige von. Wir hatten die illustrierten Enzyklopädien zu den verschiedenen Filmen. Aber ansonsten, wir kriegen das nicht mal zu den Serien, geschweige denn zu Expanded Universe-Material wie den Büchern, Videospielen und Comics. Und jetzt fangen die so langsam wieder an damit, mit den High Republic-Sachen. Ich hoffe, sobald wir noch mehr Bücher und Comics kriegen, dass wir dann generell nicht nur auf eine Ära begrenzt, sondern generell für Star Wars-Kanon solche Begleitbücher mehr bekommen. Deswegen freue ich mich da wirklich, wirklich besonders drüber. Und ebenfalls eher sowas für Eltern und kleine Kinder, Jedi Brave in Every Way. Ich hoffe, das kommt auch relativ schnell auf Deutsch und ich glaube, was so Kinderbücher angeht, bei Star Wars sind die da relativ schnell, was die Übersetzung angeht. Hier kommt der High Republic Wookiee Jedi Buriyaga wieder zurück und hier wird eine Geschichte für Kinder erzählt, vermutlich so Kindergartenalter bis frühes Grundschulalter, übers Tapfersein. Wir haben zwar die ein oder andere Kindergeschichte in Star Wars, aber so traditionelle Mutmachgeschichten gab es von Star Wars bisher noch nicht so wirklich, finde ich wirklich, wirklich super. Es fand ja auch noch ein Panel zu Tabletop-Sachen statt, also vermutlich zu Sachen wie Brettspielen. Das wurde leider nicht gestreamt. Ich hatte hier auf News zu Star Wars Armada, Star Wars X-Wing oder Star Wars Legion gehofft. Ich bin mir sicher, da wurde das ein oder andere bekannt gegeben. Ich konnte aber bisher noch keinen Artikel dazu finden. Wenn ihr Sachen dazu gefunden habt, schreibt mir gerne mal, auf welcher Seite ihr das gesehen habt. Dann gucke ich mir das gerne an. Nicht unbedingt, weil ich Videos darüber machen will, sondern weil ich diese Spiele einfach wirklich gerne mag, die News dazu sehen wollen würde und vielleicht das ein oder andere gerne davon kaufen würde. Und ja, ich möchte hier gerne kostenloses Marketing für Lucasfilm Lizenzartikel machen. Allerdings wird mir das hier leider sehr, sehr schwer gemacht. Ich hätte euch super gerne berichtet, welche neuen Erweiterungen, welche neuen Brettspiele da bekannt gegeben worden sind. Kann ich leider hier nicht machen, weil uns das Ganze nicht gestreamt worden ist. Und was Videospiele angeht, hatte ich auch gedacht, bekommen wir was zu zum Beispiel Star Wars Hunters, diese Celebration. Aber nope. Die Celebration war von Jedi Survivor gesponsert, deswegen haben wir dazu einige Informationen und halt den Trailer bekommen. Und das war das einzige Videospiel, was besprochen wurde. Da jetzt aber der Exklusivdeal mit EA dieses Jahr ausläuft, die haben 2013 einen 10-Jahres-Deal gemacht, jetzt haben wir 23, 10 Jahre später, erwarte ich dann auf der E3 oder auf der Gamescom das ein oder andere zu neuen Star Wars-Spielen zu hören. Ich denke, da werden wir nicht leer ausgehen. Aber das war's auch. Wie fandet ihr die Celebration? Was war euer Highlight? Schreibt's unten in die Kommentare. Und hier wie gesagt noch die Videos zum Jedi Survivor Trailer, Ahsoka Trailer, zum Visions Staffel 2 Trailer und das Video, wo ich nochmal genauer über die 3 Star Wars Filme eingehe und auf die 3 nicht öffentlich gezeigten Trailer. Schaut da gerne mal rein, es lohnt sich. Damit euch allen noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.